Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt dort ein Königreich und da passiert immer wieder etwas Neues. Der König und die Königin genießt gerade die Zeit bei ihren Freunden. Es ist auch schön dort. Aber die Königin hat Angst. Ohne Grund. Sie fühlt sich nicht wohl. Sie ist so unsicher. Sowas passiert immer wieder mal. Die Prinzessin hat von Neuigkeiten erfahren. Ein anderer Prinz ist im Königshof eingetroffen. Nach langer Zeit sehen sie sich wieder. Die Prinzessin träumt aber von den anderen, von dem hübschen Prinz, der gerade zu Hause angekommen ist und muss in sein Hof kümmern. Alles muss in Ordnung bringen. Im Land ist das auch ein wichtiges Thema. Eine wichtige Angelegenheit ist jetzt die Wohnsituation. Die Menschen müssen darum kümmern. Dort im Land lebt ein wunderschönes Mädchen und hat so viele Träume. Das Problem ist, sie kann das nicht vorstellen, dass ein Traum wahr werden kann. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe. Sonne befindet sich in Zwillinge im Mondhaus Artra und es bedeutet lebendige, frische. Es ist etwas lebendig. Mond bewegt sich in Wassermann, alles ist nach indischen Berechnung und das heißt, Zwillingen und Wassermann gehören beide zum Luftelement, entsteht zwischen Sonne und Mond eine gewisse Harmonie. Mond ist weiblich und ich verbinde mit dem Königin. Mond bewegt sich im Mondhaus Shatabisha und das bedeutet übersetzt 100 Ängste oder 100 Glück. Solange, bis die Angst blockiert, kann das Glück nicht kommen. Aus diesem Grund habe ich erzählt, die Königin hat gerade Angst, sie zweifelt an sich selbst. Mond bewegt sich heute in seiner Umlaufbahn im weitesten Punkt aus der Erde aus gesehen. Das ist Lilith-Energie und zeigt unseren Wünsche, unseren Sehnsüchte, unseren Träume. Aber das scheint so weit zu sein, unerreichbar zu sein. Das, was ich in Geschichte erzählt habe, dieses schönes, junges Mädchen hat ihre Träume, aber sie glaubt nicht daran. Mars und Merkur bewegt sich im Tierkreiszeichen Krebs. Und das hat mit unserem häuslichen Bereich was zu tun. Mars ist zwar 2 Grad von Merkur entfernt, aber immerhin im Orbisbereich. Und das bedeutet, sie wirken gemeinsam, unsere Kraft einsetzen, Gespräche führen oder einen Vertrag unterschreiben. Und das hat mit unserem Zuhause was zu tun. Und das war der astrologische Hintergrund für diese Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.